Leute, hier ist der Marius von der Dönerumi. Und an der Kamera der Nikolas von der Dönerumi. Und wir zwei befinden uns hier gerade vor dem Club der Jahrhunderthalle. Und drin bauen gerade noch die ganzen Acts auf. AB-Syndrom, Samuel Breuer und Nikolaska. Weil wir beide gerade ein bisschen Pause haben, gehen wir jetzt mal rein und schauen mal hinter die Kulissen. Also, kommt mal mit. Hallo. Kannst du was auf dem Klavier spielen, Nico? Ja. Übrigens, das ist hier das Klavier der Music Sneak. So jeder Gast, der ein bisschen Skills hat und ein bisschen was kann, ist herzlich eingeladen, was zum Besten zu geben. Okay, gehen wir weiter. Komm mal, Na, nachher werden hier alles voll sitzen, knapp 400 Gäste. Hier schon zum Beispiel Samuel Breuer. Hier, das ist quasi die Bühne von Nikolaska heute Abend. Er hat sich selber quasi drei kleine Boxen geschreinert und sein eigenes Licht mitgebracht. Oh, Karan, komm mal her. Heute Abend der FOH von Nikolaska und erzählt uns jetzt mal ein bisschen was hier über sein Setup. Nico ist ja ein Singer-Songwriter. Wir haben ein paar eigene Effekte, dass das auf seinen Spielstyle angepasst ist. Damit gehen wir dann alle gemeinsam in das eine Pult hier und alle drei Bühnen fahren hier rein. Und das ist aber digital, das heißt, da kann man alles speichern. Ich mache Nikosound, speichere es ab, dann macht die nächste Band Sound, speichert es ab, dritte Band Sound, speichert es ab und wir können dann alle Spiele wieder aufrufen. Also alles easy. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal noch in den Backstage-Raum, in den Aufenthaltsraum der Künstler. Nico befindet sich ja die ganze Zeit hinter der Kamera, ne? Hier an dieser Stelle machen wir kurz einen Wechsel. Wenn ich jetzt schnippe, dann befinden wir uns im Backstage-Raum, während Nico ein Interview mit Bennett von der B-Syndrom führt. So, wie versprochen, jetzt sind wir im Backstage-Raum von der Music Sneak. Wir trinken jetzt mit Anton und Bennett von der B-Syndrom noch ein Wasser. Wir arbeiten gerade unter Hochdruck am neuen Album. Es nimmt so langsam Formen an. Jetzt gerade erst die Vinyl-Version von unserem alten Album rausgekommen. Und jetzt ist das neue Album schon so weit, dass es eigentlich also schon auch in die finale Phase geht. Und direkt die nächste Vinyl anschließt. Okay, also ich fange an mit unserer. Vinyl besteht aus großartigen und fetten Polyvinylchlorid-Beats. Außerdem ist sie obermäßig fresh. Obermäßig fresh, das ist ein gutes Abschlusswort.